Hallo, hallo, meine lieben Schnitzel und Schnitzelinchen und willkommen zurück bei Sterben mit Vitüria, mit Vito und Valkyria und Dwight und David. Und dieses Mal sind wir gewillt, nicht zu sterben, nicht wahr, mein lieber Vito? Ja, so ist es. Dieses Mal werden wir gewinnen. Ich hab es im Urin. Ich hab es im Urin. Und wir haben eben schon eine Runde gespielt. Leider nur mit meiner Kameraperspektive und nicht mit Vitos dabei. Und Ja, da leider. waren wir super. Hey, das war eigentlich ziemlich gut. Na, wobei, ja doch. Ja, unsere Teamkollegen haben uns im Stich gelassen. Ja. Ich habe es geschafft, durch die Luke zu entkommen. Kohlelager? Ist das auch eine neue Version von Macmillan anwesend? Kann das sein? Oh, wir sind sogar zusammen. Hi. Hi. Da hinten, Slushy. Ich sammle immer noch Punkte für das Event. Ernsthaft. Warum immer ich? Oh, Vito, Ich es weiß es macht nicht. keinen Spaß. Es macht keinen Spaß, Vito. Es macht keinen Spaß. Vito, das macht keinen Spaß. Und ich laufe jetzt hier lang, weil ich kann. Oh, die waren aber fix. Ich habe gehofft, er wird mich nicht sehen. Oh, Menno. Ja, die sind ja auch zu zweit. Und jetzt seid ihr zu dritt an einem. Na, okay. Ihr seid zu zweit an einem Generator. Und ich hänge. Und der Clown rennt in eure Richtung. Und macht sich gerade neue Pupsgläser voll. Obwohl ich finde, dieses Rosane, das hat sowas von Amorelie. Ah, oh, nein, nicht der Sexshop aus dem Internet. Ich meinte Amor. Dieses kleine, geflügelte Baby. Danke, Vito. Kein Thema, ich heil dich. Das macht fast deine Verfehlung aus der ersten Runde wieder wett. Ich heil dir. Wie du so gar nicht drauf eingehst. Schön. Was für Verfehlung, das war halt professional Gameplay. Not. So, wie schaut's? Wollen wir ins Haus rein? Ach so, du musst auch geheilt werden. Ja, ich habe ja mein Leben riskiert, während ich dich gerettet habe. Oh. Gerettet. 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 So. Aber jetzt. So, wollen wir ins Häuschen gehen? Jo, können wir machen. Und welches denn? Mitte? In das große Häuschen. Oder wollen wir Piedrek retten? Kannst du machen, ich hing schon. Slushy-Maschine. Ich weiß nicht mal, wie ich das in die scheiß Bude hier reinkomme. Ah, Oh, hier. hier, der Cop ist auch bei mir. Der Detective? Der Detective. Also, wenn du es schaffst, dann. Ach so, okay, dann machen wir es zu dritt. Wir machen es zu dritt. Schön. Wo hängt denn der? Hier direkt vor unserem Fenster. Natürlich rennt er mir hinterher. Was auch sonst? Oh Mann, ich mag das nicht, wenn man so im Liebesrausch ist. Ja, da ist man immer so verwirrt, ne? Mano.
Also bislang machst du das gut. Sag das nicht zu laut. Bislang machst du das gut. Oh, verpiss dich! Valkyria hängt, Klappe, die zweite. Apropos zwei, es müssen nur noch zwei Generatoren gemacht werden. Jo. Du siehst ein bisschen aus wie Walter White. Ja, das war doch der Tenor. Ach so. So soll es doch aussehen. Achtung, Achtung, er kommt. Hier, nimm mich. Hat das funktioniert? Nein. Scheiße. Okay, Vito. Du bist mal wieder auf dich allein gestellt. Heute läuft es irgendwie für mich so gar nicht. Vielleicht sollten wir eine Aufnahmepause nach dieser Runde machen und dann wieder ein bisschen Talent lernen. Also ich habe Talent. Ups. Ja, ich weiß. Deswegen gucke ich dir jetzt auch sehr gerne zu. Also Vito, bespaße die Menschen. Mach es für mich. Dass der ihn nicht gesehen hat. Frechheit. Der dicke Clown, ey. Der dicke Klaus? Nee, der dicke Clown. Das ist jetzt voll schlimm. Seitdem wir das Let's Play von Gronkh geguckt haben, wo er den Clown gespielt hat, stelle ich mir jetzt einmal vor, hinter dem Clown sitzt so ein Herr wie Gronkh. Du meinst Papa Let's Play? Ja, genau. Und macht er die ganze Zeit so Geräusche? Ja, genau. Tendogul, Tendogul! Ne, Tendogul. Der Tendogul. Nintendo. Ghoul. Brillant, Vito. Das war der Spirit, den ich sehen wollte. Oh. Das war gut von ihm gemacht. Der hat mir den Weg abgeschnitten. Das stimmt. Oh, ich mag keine... Oh, ich weiß, wie ich wiederhole mich, aber... Das ist fast so schlimm wie Puppen. Diese Porzellanpuppen, die kleine Mädchen früher immer gehabt haben. Das... Oh, nee. Oh! Hey, wo sind die anderen beiden denn? Die werden mir gar nicht angezeigt. Der eine... Ach doch, da hinten. Und da ist jetzt einer. Andere... Ja. So, Tendo hat sich gerade noch kurz geheilt und müsste jetzt unterwegs sein zu dir. Kämpft der Dicke jetzt? So, was macht Klaus? Klaus rennt nicht hinter dir her. Das ist schon mal gut.
dem Track. Ich glaube, ich muss mal die nächste Runde wieder mit Mac spielen, damit ich überhaupt mal die Chance habe, wieder zu gewinnen. Oh, Tendogul. Das war's aber noch nicht, oder? Oh, er bringt ihn in den Keller. Er hängt jetzt zum zweiten Mal. Hat er davor Struggle? Nein. Okay. Sein Schrei war schön. Na komm, kämpfe. Kämpfe. Ach, Mann. Ist der dicke Clown bei Pietrek? Er hat zumindest keinen Herzschlag. Doch, jetzt wieder. Wird wieder langsam weniger. Jetzt wird's doller. Komm schon, Vito! Oh, das war wieder gut gemacht. Und tschüss. Oh, Tendogul ist tot. Obwohl Pietrek gerade runtergelaufen ist in den Keller. Hä? Gibt er jetzt auf? Lass mich leben! Geil. Good boy. Oh, und schon wieder direkt beim Haken. Ey, ich werd verrückt. Bist du dann schon tot? Nö. Schade. Lass die mal sterben. Dann kommt wenigstens einer von uns. Ich glaube nämlich nicht, dass er dich noch gerettet hätte. Okay. Die nächste blöde Runde. Jaja. Mensch, Vito, wir haben einen Lauf. Useless? Wie useless? Vito, schreib auch mal 2 Fragezeichen, bitte. No skill. Ich hasse Menschen, die so mit sich angeben müssen. Was heißt BG? Bad Game? Bad Game. Oh Gott, ey, ich mag solche Typen nicht, die dann so sagen, ja, ihr habt voll kein Skill, ich bin viel besser als ihr und ne, oh, das sind solche Idioten. Egal, nächste Runde, lassen wir uns davon jetzt nicht irritieren. So, Vito, Zeit und Sitte. Ich kann nicht mehr reden. Es ist Zeit, um nochmal richtig auf die Kacke zu hauen, oder was willst du mir jetzt sagen? Ja, ich wollte eigentlich sagen, unsere Diskrepanzen zu beseitigen und ein gutes Spiel zu machen. Ein Spiel mit sehr viel Zusammenhalt, was du durch den vorherigen Part
zerstört hast und oh mein Gott, mein Spiel ist abgestürzt. Hä, echt jetzt? Mein Spiel ist abgestürzt. Ich bin auf meinem Desktop-Hintergrund. Läuft das Spiel denn noch? Kannst du wieder rein? Also ich muss das jetzt erstmal wieder neu starten. Ja, dann müssen wir da halt die Runde nochmal machen. Ja, wir skippen dann einfach direkt in die nächste Runde rein. Ja. Ja, du bist auch raus. Also ich wage es jetzt das allerletzte Mal mit David. Wenn ich in dieser Runde wieder mit David verlieren sollte, dann nehme ich einen anderen Charakter. Dann nehme ich entweder Mac oder, keine Ahnung, Mac. Mac oder Mac? Oder Mac. Ja. Mac oder Mac? Mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Weil gestern Abend lief es echt richtig gut. Heute ist wirklich wie Fakes. Mein Handy ist gerade auch schon ausgegangen. Ganz plötzlich so flup, Neustart. Du suchtest einfach zu viel. Dann stürzt mein Computer ab. Dann verliere ich jede Runde und werde als erstes vom Killer entdeckt. Sitzt du vielleicht auf einer Wasserart? Oder unter einer Stromleitung? Sieht gerade nicht so aus. So. Also ich bin bei dem Ausgang. Hier sind zwei Generatoren. Ich bin auch bei einem Ausgang. Da ist ein Slushy-Generator. Ja, also ich sehe dich. Nee, du bist nicht die Mac, ne? Nein. Noch bin ich David. Oh nein, der Doktor. Der Fritzelblitz-Doktor? Oder ist das Freddy mit der Traumwelt? Achten wir mal auf die Kinderstimmen. Ich glaube, das ist Freddy. Na toll. Aber egal, diese Runde werden wir schaffen. Ganz sicher. We will survive. We will survive. I'm walking on sunshine. Whoa. I'm walking on sunshine. Whoa. I'm walking on sunshine. Whoa. I wanna feel good. Freddy. Ja, hier auch. Guck mir gerade die Nia an. Oh, nicht gut. Oh, nicht gut. Ist er immer noch hinter dir her oder hinter der Nia? Oh, ich wurde gerade aufgeweckt. Ich wusste gar nicht, dass es geht. Na toll. Jetzt rennt er hinter mir her, glaube ich. Oh. Jetzt bin ich ihm voll reingerannt. Gosh. Also ich habe eben schon das Lied im Ohr gehabt, aber dann ist er wieder weg gewesen. Oh. I'm walking on sunshine. So, ich bin am nächsten Generator. So, ich habe Nia geweckt. Alter, Freddy ist extrem schnell, finde ich. Ja, total. Zumindest in dieser Traumwelt. Der ist super OP. Ach, du hängst schon.
Okay, Nia kommt und holt dich. Ich bleib hier am Generator. Ja. Oh, wow. Sehr gut. Wo bist du? Ich bin hier auf dem Berg. Ja, guck mal, ich bin hier. Beim Slushy. Freddy kommt, kann das sein? Ja, ich glaube, der verfolgt gerade Sierra. Bleib beim Generator. Ich muss Amorek holen. Der hat so gut zusammengespielt. Okay, dann mache ich deinen Generator weiter. Sierra Badinier. Oder? Ja. Okay. Ich glaube, die ist nicht schlecht. Oh, die Mac ist auch nicht schlecht. Ach cool, jetzt kommt er mir hinterher. Ich dachte schon, da rennt der Sarah hinterher, aber nö. Sehr gut. Also du kannst dich auch selbst aufwecken. Indem du einen Fähigkeitscheck versaust oder... Ja, indem du einen Fähigkeitscheck versaust. Ja, ich weiß. Ne? So. Ich bin wieder heil. Oh nein. Also die Sarah liegt fast direkt neben mir. Okay. Ich geh wieder zu dem Generator. Also auf Sarah müssen wir jetzt aufpassen, ne? Freddy noch bei euch? Ich habe das Kinderli zumindest in den Ohren. Okay, gut. Ah, verdammt! Ich war so kurz davor, den Generator fertig zu machen. Wo bist du? Dann bist du auf der anderen Spielfeldseite? Noch nicht. Ich versuche ihn gerade zur anderen Spielfeldseite hinzulocken. Ah, das heißt, du bist gerade so in der Mitte, ne? Jupp. Aber da ist dieser einen Generator Slushy. Fertig. Ja, ich habe auch noch diesen Slushy-Generator angefangen. Der war auch ja, schon so gut wie fertig. Bislang habe ich eigentlich nur Slushy-Generatoren gesehen. Ja, aber da bei den Holzdingern, der ist auch schon so gut wie fertig. Den muss man, glaube ich, nur noch so ganz leicht anstupsen, wenn er den nicht vorher runtergehauen hat. Bist du da gerade? Ja. Okay. Ein Kinderlied in Ohr. La 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 la. Sag mal leise, 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 leise.
Ja, danke. La 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 la. Was machst du denn? Wow. Da war so ein Sackgasse. Ja, wenn du in dieser scheiß Traum willst, siehst du irgendwie halt nichts. Nee, das stimmt. Sehr gut. Genial. Toll! Wow! Wahnsinn! Was ist los? Ich lieg halt hier genau in so einer Luke und immer wenn er mich aufheben will, klettert er halt durchs Fenster. Oh, schade. Hätte ja nochmal klappen können. Ich bin tot. Was jetzt? Ja, klar. Wie oft hingst du denn schon? Einmal. Okay. Aber ich hab Struggle. Ach, und Amorek rennt einfach raus, oder was? Ernsthaft jetzt? Das ist ganz schön arschig. Ich weiß nicht mal mehr, wo die Ausgänge sind. Irgendwo am Rand. Ja, das könnte sein. Ja, guck. Raus mit euch. Und tschüss. Tschüss. Tschüss, Freddy. Oh Gott. Wieder a good round. He is. Guck mal, er ist gleich rausgegangen, der Killer. Boah, Vito. Guck dir mal an, wie wenig Punkte du hast. Ja, was? 46.000? Oh, habe ich gestern auch so das ein oder andere Mal gehabt. Ich muss auch diese Grillparty-Dinger opfern. Ja, definitiv. Gut, noch eine Runde? Ja. Okay. Dann bis gleich in der neuen Runde. Bis gleich. Trost euch. So schlecht fahren wir doch gar nicht. Du warst nicht so schlecht. Ich bin bisher jedes Mal gestorben. Das heißt, du schmatzt unseren Zuschauern jetzt die ganze Zeit ins Ohr. Nein. Nein, nein, nein. Ja, ja, ja. Nein, 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 nein. Es ist jetzt die letzte Runde, ne? Mhm. Oh, 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 oh. Da muss sie jetzt aber gut werden. Alle. Was mag ich mit dem Spiel? Runterschlucken. Passt nicht rein. So. Einmal ja. Unter den Schreibtisch geworfen. So. Weg ist einfach weg. Weg damit. Das ist einfach so.
Ja, aus den Augen, aus dem Sinn. So läuft das. Vito? Ja? Ich hab heute Bad Hair Day. Du hast heute Bad Hair Day. Den hab ich immer. Bist du das da drüben, der neben mir steht? Jupp. Tschüss. Tschüss. Ich tauch mal ab. Zermürbende Präsenz. Oh oh. Das ist der Kettensägenmann. Mit seiner Kettensäge, Mann. Das ist der Kettensägenmann. Und hat eine Kettensäge, Mann. Sag mal, leckt bei dir auch so? Ich höre, dass manchmal dein Ton leckt, aber eigentlich leckt das bei mir nicht. Hast du vielleicht irgendeinen Download an? Nein. Also eigentlich nicht. Guck mal kurz. Oh. Hoppla. Was denn? Hast du tatsächlich einen Download an? Ich finde nur gerade irgendwie nicht heraus, wo ich zu den Downloads komme. Wo komme ich zu den Downloads? Ja, wovon denn? Player Unknowns. Ja, Steam. Musst du in deine Bibliothek gehen und da unten Downloads anhalten. Aber normalerweise müsste in deinem Steam eigentlich eingestellt sein, dass Downloads abgebrochen werden, wenn das Spiel läuft. Ist bei mir aber irgendwie nicht eingestellt. Hä? Ja, nix starten. Hier weg. So. Ui, toll, jetzt habe ich eine AFK-Krähe. So. Okay, ich gehe jetzt irgendwo in einen Keller rein. Und jetzt leckt es nicht mehr. Ich bin begeistert. Das ist doch gut. Ich verstehe noch nicht, wie man einen Killer blendet. Ich habe dem Killer gerade in die Augen geleuchtet, aber irgendwie ist mit dem nicht großartig was passiert. Ja, das dauert eine Zeit, bis der geblendet ist. Hä? Hing Ork schon mal? Weiß ich nicht. Anscheinend. Alter, wie viel habe ich denn vom Spiel verpasst? Tja. Ich habe doch nur kurz geguckt, ob... Ah. Okay, der Killer ist wieder weg. Nee, der Killer ist bei mir. Okay. Ich verstehe das mit der Taschenlampe nicht. Ich habe es bisher auch nie geschafft. Egal was du machst, geh nicht in den Keller. Nee, ich betäub den Killer. Nein! Aua.
Aua! Oh, der hat aber auch schon seinen Killer ordentlich hochprestiged. Das gefällt mir gar nicht. Also eigentlich wollte ich den ja blenden, aber irgendwie ist er in eine andere Richtung gelaufen. Das ist ein bisschen merkwürdig. Finde ich nicht gut. Warum ist der Killer so dämlich? Ach lol, jedes Mal, wenn so ein Slushy-Ding aktiviert wird, kriegst du 4500 Punkte. Lol. Yep. Also hätten wir mal viel früher sagen müssen. Entschuldige. Ja, hier kann man gerade ordentlich Blutpunkte farmen. Oh. Ork liegt schon wieder. Das ist natürlich nicht so schön. Bist du das, der da gerade zu mir kommt? Nein. Okay. Ne, ja, es ist ein anderer Dwight. Der hat keine Glatze. Das ist kein Walter. Alter, hol mich runter! Alter! Wichser! Jetzt macht ihr da einen Generator, anstatt mich hier runterzuholen! Ich gönne dir den Tod und noch viel, viel mehr. Das war die dümmste Aktion der Welt. Alter, ernsthaft jetzt? Jetzt geht er an den nächsten Generator ran. Oh, ich hab ja nichts verbrochen. Ich hab nur für jemanden das Todesurteil unterzeichnet. Arschloch. Ja, das war's von mir. 3 Runden, 3-mal gestorben. Das war doch super erfolgreich. Nicht. Heute ist nicht mein Tag. Vielleicht ist das nicht so dein Killer. Ja. Oh, noch 21 Margaritas und dann habe ich die Belohnung. Die nächste Runde spiele ich wieder mit Mac. Verstanden. Mein Gott, ist das spannend hier. Mein Gott. Oh, oh nein! Wow. Du machst es gerade so spannend. Das war doch voll auf dem Strich. Jetzt kommt er zu mir. Oh. Habt ihr es gesehen, Vito war auf dem Strich? Und wir haben es auf Video. Wo denn? Hä? Der muss dich doch gesehen haben. Oh mein Gott, was ist da gerade geschehen? Der hat den Generator nicht mal kaputt gemacht. Ja, vielleicht hat er dich gesehen und wollte damit sagen, hier, hau drauf, weil das sah auch einmal so aus, als ob er dich angeschaut hätte. Wow! Jetzt hättest du Adrenalin gebrauchen können. LOL, Killerbetäubung! Oh, wie dumm war das denn, ey? Tja,
Das war's dann wohl. Oder bringt er dich zum Ausgang? Der bringt dich zum Ausgang. Hier, bring ihn doch mal hier zur Palette. Genau. Oh, so ein netter Killer. Hätte der bei mir nicht auch mal so nett sein können? Lol. Das wäre witzig, wenn er den jetzt hängen würde. Oh, ich rette ihn. Oh! Das Vieh auf seinem Rücken ist voll. Heilt euch. Wollt ihr euch nicht heilen? Hallo. Ja, guck mal. Wenigstens hast du dich bedankt. Dass der Typ einfach wegläuft. Ich hätte ihn doch so schön heilen können. Mann. That was really nice. Mr. Killer. Finde ich. Snuggly Dwight ist, glaube ich, ein Typ. Obwohl Snuggly... Snuggly klingt eher so, als ob es eine Frau benutzt hätte. Naja, egal. Ich glaube, wir sind am Ende dieser grottenschlechten Episode angekommen. Wir haben wenig Skill bewiesen. Vito war der Einzige, der zweimal entkommen konnte und einmal war ein netter Killer daran schuld. Insofern vielen, vielen Dank, dass ihr euch das wieder angetan habt und dann sehen wir uns nächste Woche Samstag wieder mit Mac und ich weiß nicht, spielst du Dwight weiter? Ja, Dwight ist voll toll. Wenn du mit dem irgendwie im Team arbeitest und dann Leute bei dir in der Nähe hast, kannst du richtig schnell reparieren und heilen und alles ist voll gut. Also, David war halt gestern auch echt gut und das hat auch super Spaß gemacht, mit ihm zu spielen. Aber heute ist halt echt der Wurm drin. Egal, was ich mache, irgendwie, weiß ich nicht. Ich glaube, meine Skills sind heute voll deaktiviert. Ha. Vielleicht musst du mehr Alkohol trinken. Ha. So, damit sagen, ich war die vorherigen zwei Folgen besoffen? Ja. Okay, nein, war ich, oder? Irgendwo in der Mitte liegt die Wahrheit. Insofern, oh, guck mal, Snuggly Dwight hat uns hinzugefügt zu seiner Freundesliste. Hat er? Ja, also mich. Mich hat er hinzugefügt. Mich nicht. Ja, guck mal, ich bin special und du nicht. Gut, dann bis nächste Woche Samstag. Und Vito darf jetzt auch nochmal Tschüss sagen. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Tschüss.